Hallihallo, ich bin's, der Steffen, und was mache ich mit meinem Leben? Ich spiele ein My Little Pony Mod für Star Wars Battlefront und ich habe das verkackte Spiel zweimal neu installiert und zweimal den 1.3 Patch installiert, um diesen beschissenen Mod zum Laufen zu bekommen. Was für ein Scheiß! Oh mein Gott, was ist das für ein behinderter Mist? Es geht sogar. Kann sogar Sachen freischalten hier. Oh mein Gott. Wir spielen das einfach mal. Das sieht so beknackt aus mit der Waffe. Die Modelle haben extrem wenig Polygonen. Das sieht ganz lustig aus. Ach, meine Fresse. Was ist das für ein Scheiß? Ich bin kein Brony oder so. Das wollte ich nur mal sagen. Ich kenne die Serie, weil die kennt man einfach. Wenn man davon mal gehört hat, irgendwann. Oh mein Gott, die Nachladeanimation. Das sieht so geil aus. Wie wirft er Granaten? Mit dem Gewehr? What? Kann man springen? Oh mein Gott, sieht das behindert aus. Was? Boah, die Rollanimation. Ist das geil? Das ist so scheiße. Das ist schon wieder richtig lustig. Oh mein Gott. Ist das behindert? Das ist so behindert. Und wieso sterbe ich eigentlich nicht? Ich habe so viel Leben. Hey, töte mich mal. Oh, ich habe echt viel Leben. Ich wusste nicht, dass kleine Ponys so viel aushalten. Und ich wusste nicht, dass die Viecher so riesengroß sein sollen. Tja, ich wusste es, diese komische Kinderserie wird uns alle irgendwann mal umbringen. Da ist sogar ein verdammtes Pony, was sich unsichtbar machen kann, Alter. Was ist denn das für eine Scheiße? Boah, es gibt. Ach, du Kacke. Das Viech habe ich sogar mal gesehen irgendwo. Boah, was eine Mähne, Alter. Das soll dieses. Ich glaube. War das nicht irgendwie böse, das Ding oder so? Boah, Lichtschwert, Alter. Das ist so ein krasser Shit. Kommt her. Ich mache euch fertig mit einem verdammten Pony. Mit einer riesigen Mähne. Es ist dunkel und blau und es heißt Luna. Oder so, wenn ich das richtig gelesen habe. Machtschub. Boah. Verreckt alle. Mausklickern. Oh ja. Demnächst kommt auch noch ein Mod, ein Republic Commando Mod, zu dem es eine Galaxis-Eroberung gibt. Ich habe den. Das war auch einer der Mods, weswegen ich so viel, weswegen ich das Spiel nochmal installiert habe. Das war nicht nur wegen diesem scheiß Pony-Mod hier. Nur bekomme ich da die Galaxis-Eroberung nicht zu laufen. Ich habe ihn aber noch nicht ausprobiert. Wow. Ich sehe, dass er jetzt installiert ist im Soforteinsatzmenü, aber ich wollte erst diesen komischen. Pony-Kram hier machen, weil ich da schon länger dran sitze, das zum Laufen zu bringen. Manchmal funktioniert das nicht ganz. Ich habe so viele Mods installiert, da. Alter, das Pony hat eine Mace Windu Stimme gehabt. Ich habe so viele Mods installiert, da spackt es manchmal rum. Pegasus Trooper. Heißt das Teil nicht Rainbow Dash? Oh, ich habe einen Granatwerfer. Das ist gar kein Granatwerfer, das ist. Oh, ich habe ein Jetpack, Alter! Das stimmt, das Ding hat. Oh, ich bin tot. Der hat auch Flügel an den Seiten, also kann er fliegen. Er hätte dafür auch die Animation nehmen können von den Geonosianern, weil die haben ja auch Flügel. Also ist das Ding im Prinzip ein Geonosianer hier. Sieht auch genauso scheiße aus irgendwie. Sorry, falls ich euch damit beleidige, falls jemand ist, der ein Fan von dieser Serie ist. Das heißt, entweder habe ich Bronies oder kleine Kinder als Fans, wenn dem so sein sollte. Nein, ich bin tot. Eigentlich müsste ich auch nochmal Stormtrooper spielen oder so. Einfach um diese komischen Viecher umzubringen. Equestrian, Marks Pony, Assault Pony, Pony Soldier Pony, Engineer Pony, Spy, Pegasus Trooper. Hat er irgendwas Cooles? Verbrennerschrotgewehr. Das sind die ganz normalen Waffen eigentlich nur. Okay, das heißt, jetzt werden diese scheiß. Ponys umgebracht. Wow, okay, das könnte schwierig werden, weil ich habe mir, als ich diese
Ponys gespielt habe, einen extremen Vorsprung geschaffen. Für die Ponys, nicht für mich. Ich habe im Prinzip alle von dem Imperium umgebracht. Imperator. Mit dem Imperator? Nee, lass ich mal. Am Ende sterben die KIs noch, die dann auf dem Schlachtfeld rumlaufen und ich habe verloren. Ich kann jetzt nicht. Was? Wieso habe ich jetzt verloren? Die Scheiß-KIs sind gestorben. Das kam jetzt wahrscheinlich ein bisschen zu aggressiv, dieses Was. Okay, das heißt, wir spielen jetzt gleich nochmal ein Spiel, in dem wir diese ganzen Scheißviecher umbringen werden. Bis gleich. Yo. Jo, da sind wir wieder. Wir nehmen die Rebellen. Ich meine das Imperium. Ich will ja jetzt niemanden hier verarschen. So, jetzt werden kleine Huftiere umgebracht, die verdammt groß sind. Ich hätte definitiv ein bisschen Schiss vor den Viechern, weil die, glaube ich, größer sind als so ein Klon. Und das wirkt so ein bisschen gruselig, wenn diese komischen Dinger, die durch irgendeine magische Weise nicht ihr Gehirn, sondern ihr Gewehr in der Luft schweben lassen und auf mich zugerannt kommen. Mit irgendwelchen Granaten um sich werfen und allgemein total creepy aussehen, wenn man sich den Quatsch mal genauer überlegt. Ein Auge so groß wie ein Fußball. Hallo, das ist verdammt seltsam. Sieht so behindert aus. Hui. Ey, Bot! Ich schwör. Du. Mein Gott, wie die aussehen. Das ist ja schlimm. Okay, wir müssen die Bücherei vor den Pferdchen beschützen. Wie die alle rückwärts laufen, das sieht so beknackt aus. Schrotgewehre sind am besten, um Pferde zu töten. Oh, das ist Regenbogending. Verdammt, das war so schlecht mit dem Wurf. Jetzt aber. Ich. Oh, es fliegt. Was? Ich hab's immer noch nicht hingekriegt, ey. Okay. Ah! Diese scheiß Kackviecher wollen mich verbrennen. Okay, wird Zeit, ein KP einzunehmen hier. Weil wir verlieren nämlich gerade. Kommt ruhig. Ey, da ist ein Akklamator. Oh mein Gott! Okay, der ist tot. Onga. Oh, jetzt sehen wir mal den Imperator. Der Imperator wurde nur erschaffen. Jetzt wird der KP schon wieder eingenommen. Der Imperator ist nur geboren worden, um komische, gefärbte Ponys umzubringen. Wo ist jetzt das Scheißviech, was das eingenommen hat? Wollt ihr mich verarschen oder was? Du, geh weg. Aua! Hau mit deinem scheiß Verbrenner. Steffen auch so viel zu fluchen in deinen Videos. Na, wo seid ihr? Da. Ja. Ich hoffe mal, die Leute aus den Leuten, mit denen ich einem einen Kurs bin oder die mich generell kennen, gucken sich den Scheiß hier nicht an. Das wird nämlich, da muss ich mir nämlich wieder einiges anhören. Der Imperator, der hat nicht gerade die krassesten Moves mit dem Lichtschwert drauf, das muss man echt sagen. Das mit dem Blitz geht aber ganz in Ordnung. Die haben sogar die Geräusche von den Rebellensoldaten, diese Ponys. Es hört sich so seltsam an, wenn die sterben. Oh, wie sieht das aus, wenn ich so ein Ding erwürge? Das sieht total bescheuert aus. Es schwebt einfach nur dumm in der Luft rum. Haha. Verreckt alle. Okay, gucken wir mal bei den KP hier vorne. Hier ist nichts. Doch, da vorne. Okay, jetzt erwürge ich wieder ein Pony. Ich habe den Kill nicht bekommen. Der Arsch hat mir den Kill geklaut. Oh, hört auf hier zu spawnen. Jetzt haben die sogar weibliche Rebellsoldaten Geräusche gemacht, was immer noch
Das passt wesentlich besser als komische männliche Wellensoldatengeräusche. Das hört sich aber immer noch absolut bescheuert an. Yay. Sorry. Hey. Perfekt. Du hast einen Hut auf. Was machst du mit einem Hut, Pferd? Haha. Dieses Pony schießt mit einem Schrotgewehr auf mich. Du, Reck. Das wäre doch mal das krasseste Duell der Imperator gegen dieses Luna-Pony mit der mega krassen Mähne. Die haben anscheinend alle auch Tattoos auf dem Arsch, was so seltsam aussieht. Wir probieren jetzt den Einsatz von Granaten gegen Huftiere. So kann man sicherlich extrem gut Kühe schlachten. Das ist auch der einzige Weg. Das ist wie bei einer Zombie-Apokalypse hier der Shit. So eine Zombie-Apokalypse möchte ich ehrlich gesagt nicht haben. Oh! Ja, die sind tödlich, die Dinger. Das hat sich. Nee, das hat sich nicht mal unsichtbar gemacht. Ich war einfach nur zu dumm. Okay, Pony. Ego-Ansicht. So. Scheiß Vieh, jetzt bin ich fast tot. So. Ah, es sind nur noch vier. Das kann ich sogar noch überleben, wenn ich mir Mühe gebe. Da ist so ein Viech in dem Geschütz drin. Freie Kamera, das müssen wir uns jetzt angucken. Yeah, das passt sogar mit dem Auge. Das guckt so direkt da rein. Das sieht so bescheuert aus. Also zwei von denen sind in den Geschützen. Oh, geh weg. Okay. Boah, die haben das schon pulverisiert. Das heißt, es gibt noch zwei von den Scheißviechern. Eins nimmt gerade ein KP ein. Der da hinten. Wir dürfen jetzt nicht sterben. Okay, da war eins. Oh Gott. Oh Gott. Ich hab's. Okay. Das letzte muss also hier vorne irgendwo rumgammeln. Falls es den KP ein. Ja. Nein, ich bin tot, verdammt. Sieg. Aber es wurde umgebracht. Es wurde umgebracht. Wir sehen sogar, wie es verreckt. Im Boden versinkt. Was war das für eine Quatschfolge? Ich habe so viel geflucht, das geht echt gar nicht. Yeah. Ich werde vielleicht auch mit diesem komischen Republic Commando Mod eine Galaxis-Eroberung machen, aber die Galaxis-Eroberung bekomme ich nicht zum Laufen. Das habe ich, glaube ich, sogar schon gesagt vorhin. Naja, da muss ich aber mal sehen. Galaxis-Eroberung und vielleicht nochmal Battlefront Let's Play machen, weil das alte Let's Play, das ist schon jetzt 2 Jahre alt oder so, das ist ein bisschen scheiße von der Qualität her, weil ich da noch ein bisschen jünger war und hatte nur einen Laptop und so. Und ja, also im Laptop liegt es nicht. Es liegt am Mikro und daran, dass ich ein bisschen inkompetent war. Ich bin jetzt immer noch inkompetent, aber damals war ich deutlich inkompetenter. Was ist denn das für ein Zeichen? Das ist eine Sonne. Okay, das ist das Ponyzeichen. Das ist eine Sonne wahrscheinlich, nehme ich an. Naja, dann, ich hoffe, es hat euch gefallen. Dieser komische Quatsch hier war mehr Comedy als Gameplay. Vernünftiges Gameplay. Ich bin der Pony-Schlechter. Extrem krasser Shit. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal.